Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Kanal an. Heute starten wir eine neue Serie über Sonoff. Was eine Sonoff ist, welche Typen der Sonoff hat, wie man das mit eurem Handy bzw. dessen Software verbunden kann. Was muss man machen, wenn der Sonoff nicht sich paaren lassen will? Und dann später in der Serie zeige ich euch auch noch, wie man seine eigene Software drauf spielen kann, um unabhängig von der EW-Link-Programm sein kann, der mit der Sonoff-Geräte ursprünglich kommt. Also, wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert das Kanal, bleibt mit uns, wir starten sofort. Erstes Mal, was ist eine Sonoff? Die Sonoff-Familie dient, um deine elektrischen Geräte durch Verwendung vom Internet, Wi-Fi, Google Home oder Alexa ein- und ausschalten zu können. Der allererste Mitglied dieser Familie ist der alte Sonoff Wi-Fi, beziehungsweise der Sonoff Wi-Fi hat auch eine Sonoff RF-Version. Sonoff RF heißt, dass ihr diese Geräte mit so einer Fernbedienung gleichzeitig bedienen könnt. Also nicht nur durch eure Handy, sondern ihr könnt auch diese Schlüsselanhänger-Fernbedienung benutzen, um den Sonoff zu steuern. Der nächste ist der Sonoff S20, welche eine einfache Wandsteckdose ist. Die steckt ihr in der Steckdose und was ihr hier reinsteckt, das könnt ihr per Internet, also mit Alexa und Google Home, steuern, wenn ihr wollt. Und der neueste Mitglied dieser Familie ist Sonoff Mini. Wie ihr sehen könnt, es ist extrem klein. Also mein Plan ist, diese Sonoff Mini hinter eine Wandschalter einzubauen. Und dadurch kann ich die Beleuchtung an der Decke des Zimmers kontrollieren. Es fehlt nur ein paar Millimeter, dass es klappt. Aber wenn ich den Gerätendose in der Wand ein bisschen anstemme, dann wird das auch funktionieren. Wir gucken gleich. Der nächste Schritt ist, dass ich euch zeige, wie man so eine Sonoff mit eurer Geräte verbindet. Den S20 müsst ihr nur einfach in eure Steckdose reinstecken. Wobei hier müsst ihr ein bisschen Elektroarbeit machen. Ich zeige euch das. Also das ist unsere Sonoff hier. Ursprünglich waren hier vier Schrauben, die diese Kappen behalten haben. Unter dieser Kappen könnt ihr die Kontakte finden, wo wir unsere Kabel anbinden werden. Es ist sehr wichtig, dass ihr den Eingangsseite, also wo der Spannung herkommt, unbedingt von der Netz abtrennt, durch das Sonoff laufen 230 Volt Spannung. Das kann zu Verletzungen, sogar zu Tod führen, wenn man das nicht richtig macht. Hier könnt ihr sehen, es hat zwei Seiten, Input und Output. Auf der Input-Seite schließen wir an der Stromquelle an und an der Output-Seite schließen wir unsere Geräte an. Für diesen Test verwenden wir diese 230 Volt Stecker mit Kabel dran. Es ist wichtig, dass diese Kabel eine Kabelenthülse hat. Der beste Werkzeug, um das zu machen, ist eine Phaseprüfer-Schraubenzieher. Mit dem könnt ihr gleich prüfen, ob der Stromquelle unter Phase ist und hat die richtige Größe, diese Schrauben zu betätigen. Wenn ihr wisst, von der zwei Kabeladern, welche der Phase und welche der Nullader ist, dann macht es Sinn, richtig anzuschließen. Das heißt, Phase, der braune Kabel zu L und der blaue Kabel, der Nullleiter zu N. In unserem Beispiel haben wir einen Stecker,
die man aber auch verkehrt in die Steckdose anschließen kann. Daher ist es jetzt eigentlich egal. Wir schließen unsere Kabel an und montieren unsere Kappen. Wichtig ist, dass diese Kappe gleich als Zugentlastung dient, damit ihr den Kabel nicht so leicht aus dem Gerät rausreißen könnt. Wie ihr seht, diese Kontakte sitzen nicht extrem stabil in das Gerät drinne. Als nächstes schließen wir unser elektrische Gerät an. Als Beispiel nehmen wir diese Sanierungslampe. Wiederum, wir schließen braun an L und blau an N an. Wenn wir den Kabel einstecken, sehen wir, dass der Gerät anfängt zu blinken. Falls der grüne Licht dauerhaft leuchtet, hat er eine Verbindung mit dem Netzwerk gefunden und wir können es mit unserem Handy bedienen. Hier sieht man Labor 1 einschalten und wieder ausschalten. Also das Video wurde relativ lang bereits. Wir hören hier heute auf. Abonniert den Kanal, drückt einen Like-Knopf und teilt dieses Video mit euren Freunden. In der nächsten Episode werde ich euch zeigen, wie man den Sonoff mit eurem Handy verbindet, auch wenn der Sonoff das nicht unbedingt will. Und dann später werden wir auch eine Sonoff Mini anschließen und am Schluss in der letzten Episode spielen wir unsere eigene Software auf unsere Sonoff-Geräte auf. Okay, Google, TV einschalten. Natürlich, ich schalte das TV ein. Okay, Google, Mini einschalten. Natürlich, ich schalte das Mini ein. Okay, Google, Mini einschalten. Klar, ich schalte das Mini ein. Okay, Google, Mini ausschalten. Na klar, ich schalte das Mini aus.